Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16, unser kleines King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel, mein Gegner ist wie immer der Stefano LP, hallo Freunde. Ich wollte den Onkel die Arbeit mal abnehmen. Ich glaube, er wollte entweder, dass ich rede, oder er wollte es gerade so aus dem ganz tiefsten rausholen. So, Stefano. Nee, ich habe eigentlich gerade Stefano gesagt. Ach so, echt? Na, vielleicht bin ich ja taub. Keine Ahnung, wir zocken. Bin gespannt, wen habe ich heute, welche Seite, wo bin ich, wer bin ich, was bin ich? Okay, ich muss wieder einen Wrestler abgeben. Und zwar geht es um das Match Dolph Ziggler gegen Ken Shamrock. Und du gehst bitte nach rechts und darfst den Ken Shamrock haben. Okay, das ist cool. Den hätte ich sowieso gewollt. Ken Shamrock mit K, ne? Ja, wo ist er denn? Cam Mustafa, nein. Da, Cam Shenrock. Alles okay, der ist okay. Ja, doch, der ist okay. Und Dolph Ziggler, das sind beide gut. Also kann man gar nichts sagen. Obwohl der gerade der Dolph Ziggler so gemütlich aussieht. So richtig gemütlich, so yeah. Bin dabei. Dabei sein ist alles. Ja, da bin ich mal gespannt, auch wenn ich jetzt verliere, ist nicht so schlimm. Ich sitze gerade knabber am Mikrofon. Du knabberst gerade? Ich knabber gerade voll ins Mikrofon rein, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich habe jetzt mal einfach Salzstangen damit reingesteckt. Ah, ich habe auch Salzstangen, aber ich... Also im Mund. Naja, und schmeckt's? Ja. Ach, der hat auch volle Leistung hier wieder, immer wieder voll, aber... Oh, mein hat schon eine Kante, ja. Yeah. We're at a crossroads. Neither competitor is backing down. Okay. Yeah, and you could cut the tension with a knife. I mean, no one's giving an inch. Oh, this is a standoff. Ich hab schon gesehen, dass du wieder gefunden hast. Falsche Seite. Ach, Scheiße. Well, on the topic of Dolph Ziggler here, tell us your thoughts. Definitely looking good so far. Hasn't taken too much punishment up to this point. Ah, du Drecksack. Hallo, ich bin hier. Yeah, this is one of the classic ways to test your opponent. Nice move. You know, to have a legitimate chance against Dolph Ziggler. Nee, so nicht, mein Freund. Nein. Und bam. Work a leg to slow him down and keep him out of the air. An opposing WWE superstar could have a chance. Oh, das, glaube ich, hat ein bisschen geschmerzt. Not today, too fast. The damage has been done. Okay, hier bin ich. Und move. Ja, ich werf dich ganz rum hier, wie so eine kleine leichte Person. Ich krieg kein Kontozeichen mehr angezeigt. Ich krieg kein Kontozeichen mehr angezeigt. Warte, oder? Ja, aber ich verstehe nicht. Das habe ich aber auch manchmal. Das kann ich dir nicht sagen, woran das liegt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich denke einfach, dass das manchmal so doch ein kleines wenig noch hapert. Ja, traumhaft. Und er haut nur ab, der Junge. Merkt ihr das? Der geht nur aus dem Ring raus. Und dann kommt er und dann macht er wieder sowas hier. Aua. Meiner ist so richtig, so richtig Brownie. Komm her, zieh dich raus. Now back to the ring. Thinking to avoid that. Mir ist aufgefallen, dass meiner ganz schön braun ist, ne, irgendwie. Bing. So, was haben wir denn? Ah. Oh, meiner ist schon müde, oder was? Oh, nee. Ja, die sind ziemlich schnell, die mit ein bisschen mehr Muskeln, die haben sehr schnell die Stamina leer, leider. Ist mir mal so aufgefallen. Oh.
Oh, Gabam! Warte, ich muss mir erstmal eine halbe Stunde ausruhen. Denn das ist auch anstrengend, was ich da mache, ne? Darf man natürlich nicht vergessen, so als Superstar ist man schnell müde. Oh, er hat mich geblockt, gekontert. Gabam! Oh, bam! So, jetzt muss ich aber das Essen noch machen, bevor du das auch noch blockst. Mhm. Boy, he just got laid out. Hm. Dolph Ziggler turns it around. Habe ich mir fast gedacht, dass du das machst, deswegen habe ich schon gar nicht erst mal. Schreib mal bitte nicht so rüber, ne. Was? Jedes Mal bist du so nah dran am Mikrofon, du bist immer so verdammt laut. Hm. Ach, so laut bin ich doch gar nicht. Ach, Rivano. So 2-3%. Würdest du es bitte leisten? Ich habe das letzte Mal schon erklärt, dass es mir wehtut im Kopf dann später. Mach doch gar nichts. Du Kleiner! Alter! Reicht dir! Stirb endlich! Nein! Bin ich raus? Bist du blöd? Ja, ich bin im Dingsmenü wieder drin hier. Ich hab gewonnen! Ich hab gar nichts gemacht! Ich war gerade wieder PS-reich da, weil ich schon wieder überall drauf gedrückt habe. Ich hab gar nicht gesehen, dass ich gewonnen habe. Aber es war ja mein Finisher. Geil, Leute. Ja, so kann es auch gehen. Ich kann gewinnen, indem ich noch gar nicht dabei bin und das weiß, dass ich gewinne. Am Anfang war ich drauf und dann bin ich wieder auf die PS-Taste gekommen, mal wieder, weil ich immer so schnell drehen muss. Oh, und er schreit und ich habe schon gedacht, was hat er jetzt? Ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Dolph Ziggler ist weg. Cool. Ja, du bist dran, mein Freund. Nee. Geil. Hast du Salzstangen im Mund oder was? Nee, ich will doch so gerade nicht. Was? Ja, meine lieben Leute, dann war's das wieder für das Match. Für den Match. Was? Für das Match. War geil, ey. Naja. Der Ken Shamrock ist gut. Der ist gar nicht so schlecht. Nee, fand ich für dich auch nicht. Ja. Ist auch das Dolph Ziggler. Ach, nee. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.